Hallo und herzlich willkommen bei Move Your Love, Lebe Deine Liebe. Ich bin's Tanita und heute haben wir ein Interview im Podcast mit dem Fabian. Er nennt sich Azmuto und falls du in Berlin wohnst, wirst du einem Ausdruck von Fabians Kreativität auf jeden Fall mal begegnet sein. Ich bin mir da sicher, vielleicht kennst du die gelben Plakate, die in Berlin an Bauzäunen oder gewissen Wänden hängen. Die klebt nämlich Fabian auf und darauf stehen wunderschöne Zitate. Und ich bin diesen Zitaten, diesen gelben Plakaten schon ganz, ganz oft begegnet auf meinem Weg durch Berlin und habe mich immer gefragt, wer dieser Mensch ist dahinter, der diese schönen Plakate aufhängt. Hallo Fabian. Hallo Tanita. Toll, dass ich hier sein kann. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was du alles so machst in deinem Leben. Ich habe auch extra keine Fragen vorher gestellt. Das heißt, alles, was ich jetzt hier frage, erfahre ich eigentlich auch zum ersten Mal. Und die erste Frage, die ich dir jetzt gerne stellen würde, wie kamst du auf deinen Namen Azmuto? Was bedeutet das? Und ja, wie kam das dazu, dass du dich so genannt hast? Gute Frage. Also ich habe halt nach einem Namen gesucht, den es noch nicht gibt, ne? Also irgendwas, was noch nicht so viele schon benutzen. Irgendwas, was recht einzigartiges. Und ich bin dann durch die Weisheit der Kabbala bin ich dann auf diesen Namen gestoßen. Und ich dachte mir, okay, nehme ich das erstmal. Mhm. Und dieses Wort bedeutet im Grunde sowas wie das Unerfassbare. Ja. Und ja, das fand ich ganz cool. Und dann habe ich einfach das genommen. Ist schön einfach und ja. Einzigartig auf jeden Fall. Also ich habe es auch noch nirgendwo anders vorher gelesen. Interessant, du hast gesagt, du hast Kabbala gelernt. Was hast du für dich so aus diesen Lehren mitgenommen, die dich geprägt haben? Ja, unglaublich viel. Also das hat mir wirklich eine komplett neue Welt irgendwie eröffnet. Und was habe ich mitgenommen? Ja, also das, die wichtigste Message, die ich so mitgenommen habe, ist vielleicht, dass auch die Leere und die Traurigkeit und diese vielleicht unangenehmen Zustände, in denen wir manchmal sind, dass die eigentlich Gold wert sind. Mhm. Und wenn man das einmal wirklich verstanden hat, dann, hey, dann gibt es eigentlich nichts Schlechtes mehr so wirklich, ne? Dann ist alles gut auf einmal. Mhm. Und man kann diese Zustände dann auch nutzen, wirklich. Ja, das ist so die Essenz, denke ich, die ich mitgenommen habe. Das ist sehr, sehr schön. Ich kenne das auch von mir, also ich habe früher eine Zeit lang gedacht, als ich mich angefangen habe, eben mit Spiritualität zu beschäftigen, dann muss alles immer nur noch gut sein. Und dann kamen Situationen, die irgendwie wehgetan haben, dann habe ich gedacht, wie, ich mache doch schon alles richtig irgendwie. Ich meditiere, ich beschäftige mich damit, ich ernähre mich gut irgendwie, ich bin mit meinen Gedanken irgendwie gesund, aber dennoch passieren Situationen entweder äußerlich, die nicht so sind wie erwünscht und dann habe ich immer so dagegen gekämpft, aber wie du das gerade gesagt hast, da auch irgendwie das Schöne drin zu sehen oder auch das Geschenk, was dahinter steckt, dann kommt da eine gewisse Leichtigkeit wieder rein. Und nochmal zurück zu deinen Plakaten. Ich habe das eben schon kurz angesprochen. So die ersten Plakate, die ich von dir mitgesehen habe, da waren Zitate von Rumi mit drauf. Das hat auch dazu geführt, dass ich mich eben angefangen habe, auch dann mit Rumi zu beschäftigen, zu schauen, ja, wer ist das überhaupt? Also woher kommen überhaupt diese Gedanken? Natürlich Buddha ist mehreren Leuten ein Begriff, aber ich finde, das Schöne ist so bei diesen Plakaten, bei diesen Sprüchen, man liest die, die berühren einen und die regen irgendwie Menschen zum Denken an, ganz, ganz viele Menschen. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Plakate zu drucken und aufzuhängen? Ja, das entstand dadurch, dass ich, vielleicht fange ich ein bisschen früher an, also ich habe in Magdeburg gewohnt und mir ging es nicht so gut. Ich habe damals Drogen genommen und hatte nicht so den besten Freundeskreis und ja, habe ziemlich viel Unsinn gemacht. Und mir ging es einfach nicht gut. Mir ging es schlecht, wirklich schlecht. Und ich habe dann irgendwann mich auch mit diesen ganzen Verschwörungstheorien beschäftigt. Und dann ging es mir nicht nur schlecht, weil es mir persönlich schlecht ging, sondern ging es mir auch noch schlecht,
weil die Welt so leidet und weil so viel Ungerechtigkeit und so viel unschöne Dinge passieren. Und dann habe ich mich gefragt, hey, was ist mein Job? Was kann ich eigentlich machen, damit das irgendwie sich was verändert, ne? Was ist mein Job? Was ist der Sinn eigentlich meines Lebens, ne? Und ja, da war erstmal nur diese Sehnsucht, ne, nach Antworten und und diese Lehre. Und dann eines Tages habe ich den Film Gandhi gesehen, mhm, bei Arte. Damals hatte ich noch einen Fernseher. Und dieser Film hat mich so inspiriert, dass ich mich gefragt habe, hey, wie ist Gandhi zu so einer Person geworden? Was hat der gelesen? Was hat der gemacht? Das ist ja unglaublich. Mhm. Und ja, dann habe ich bei Wikipedia geschaut und gesehen, hey, der hat die Bhagavad Gita gelesen. Mhm. Und dieses Buch habe ich mir dann bestellt. Das ist eigentlich nur ein ganz dünnes Buch. Viele kennen das vielleicht als so einen dicken Wälzer, aber eigentlich in Wirklichkeit ist es recht dünn. Zum dicken Wälzer wird es nur durch die seitenlangen Erklärungen. Und ich habe mir dieses ganz dünne Buch quasi bestellt. Und das war das erste, was ich wirklich super gerne gelesen habe. Mhm. Vorher habe ich überhaupt nicht gelesen. Ich hatte kein Interesse am Lesen. Aber das war sozusagen das erste spirituelle Buch, was ich gelesen habe und was ich verschlungen habe und was mich mega inspiriert hat. Mhm. Und in diesem Buch steht halt auch so ein Vers drin, dass von einem Symbol, nämlich der Baum, der umgedreht ist und seine Wurzeln nach oben streckt und die Blätter und Zweige nach unten quasi. Mhm. Und das ist im Grunde so das Symbol der Kabbala auch. Okay. Und das Paradoxe daran ist, ich war dann bei einem Freund, ein, zwei Tage später, nachdem ich das gelesen hatte, und sehe bei ihm auf dem Schreibtisch, yeah, ein Buch mit diesem Symbol. Okay. Und da stand Kabbala und ich so, hey, krass. Ja. Yeah. Und das war natürlich ein Zeichen für mich, ne? Ja. Das war absolute göttliche Fügung. Und ich habe dann im Internet geschaut und habe dann halt angefangen, da auch Wissen herzubekommen aus dieser Lehre. Und wie ich dann zu den Postern gekommen bin, ist, ich habe einfach gemerkt, dass ich so viel gelernt habe und so viel neue Inspiration bekommen habe, dass ich die einfach nicht für mich behalten konnte. Mhm. Ich wollte auch natürlich was verändern in der Welt. Und ich habe mir überlegt, hey, wie kann ich das machen? Wie kann ich andere inspirieren? Wie kann ich den anderen Menschen das geben, was mir schon so mega geholfen hat? Ja, und dann habe ich erstmal mir eine Schablone geschnitten und irgendwelche Sprüche an die Wände gesprüht. Mhm. Aber das war dann nicht so cool irgendwie. Und ja, dann habe ich angefangen, die auszudrucken und zu kleben, genau. Erstmal in Magdeburg, auch erstmal mit einem Tesa nur, mit Tesafilm. Ja, so fing das an. Cool. Und das allererste Zitat, das ich geklebt habe, war: Das Universum liebt dich und hilft dir. Ja. Das war das allererste Ding quasi. Das, wow, ist sozusagen, ja. Und das ist so schön. Das ist doch auch das, was ich dann gestern gesehen habe, absolut, oder? Genau, ja, genau, genau. Der gleiche Spruch, weil ich war nämlich gestern in Berlin-Mitte unterwegs und da habe ich nämlich auch wieder ein Plakat von dir gesehen und das war genau dieser Spruch. Und dieser Spruch ist so wunderschön, weil man oft so denkt, oh, das viele Menschen, ich merke das und ich kenne das manchmal von mir und auch sehr von früher, so dieser Gedanke so, ja, ich mache doch eigentlich alles richtig, aber warum werde ich trotzdem bestraft? Oder warum einfach so dieses kein Vertrauen ins Leben, weil so viele Dinge man nicht greifen kann und man dann denkt so, ja, das ist doch eigentlich alles böse. Es gibt also so viele Menschen, die wirklich denken, das Leben ist schwer, das Leben ist böse oder irgendwie das Universum, ich bin einfach alleine und muss gegen alles kämpfen oder so. Und im Grunde, wenn man das glaubt, dann nährt man ja diese Überzeugung. Und dieser Spruch ist aber schon, der erzeugt in mir zumindest so einen Frieden und so eine Ruhe in der Brust und so ein Vertrauen auch, dieser Satz, das ist so schön und deswegen ist es auch so ein kraftvoller Satz und der ist so kurz, aber eben, ja, trägt so viel Weisheit in sich, deswegen, ich finde den auch unfassbar schön, ja. Ja, also vielleicht noch, wie der entstanden ist, ich habe mich irgendwie hingesetzt und meditiert und mich gefragt, welche wirklich kurze, prägnante Message, mhm, kann ich sozusagen auf die Straße bringen oder kann ich irgendwie nach draußen tragen über so ein Poster? Weil ich hatte damals die Idee zwar, aber ich hatte noch nicht wirklich irgendwie Zitate oder Sätze. Mhm. Und ich habe dann meditiert und dann kam genau
genau das, genau dieser Satz kam dann. Ja. Dieses Zitat. Und ja, so ist es entstanden. Ja. Vor allen Dingen, weil jetzt ist dieser Satz ja schon famous, würde ich mal sagen. Ich habe den schon ganz, ganz oft auch auf Instagram bei irgendwelchen Leuten gelesen. Aber wenn du den wirklich vor 6 Jahren oder so, dann kam der wahrscheinlich irgendwie durch dich und steht jetzt irgendwie überall. Aber das ist so, ja, manchmal ist es so toll, weißt du, so, dass du dir vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst warst, aber durch die Jahre jetzt und vor allen Dingen, ich weiß das selber, ich habe irgendwie vor 10 Jahren angefangen, mich mit den ganzen Sachen zu beschäftigen, da war man noch so ganz alleine unterwegs irgendwie und mittlerweile kommt es von so vielen Quellen, auch von jungen Menschen, also früher natürlich, klar, gab es schon immer Literatur, schon seit hunderten Jahren im Grunde, wo diese Message drin war, aber so, dass so die Allgemeinheit auch da so drauf abgeht, sage ich jetzt mal so ganz platt, auch gerade in Berlin, das ist ja wirklich so die letzten 2-3 Jahre erst, finde ich, so extrem. Und es ist so schön dann zu sehen, auch, dass du schon ja vorher irgendwie diese Plakate geklebt hast und ja, so eigentlich mit so ein Vorreiter auch von diesen ganzen, das sind ja im Grunde dann keine Instagram-Posts, sondern Straßenposts von dir, was ja im Grunde die gleiche Message ist. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass sich das Bewusstsein so ein bisschen in der Stadt ändert. Ich meine, Berlin ist eh irgendwie toll. Mhm. Finde ich, vom Bewusstsein und von den Leuten, aber ja, ich hoffe, ich kann und kann immer noch irgendwie die Leute inspirieren. Ja. Mit Sicherheit. Und wie kam das bei dir, dieser Change? Also du hast gesagt, du hast eine Zeit lang Drogen genommen und warst sehr unglücklich und natürlich, klar, du hast dieses Buch dann gelesen, aber das ist ja so der Anfang. Ich glaube, wenn man dann alleine ist, also du bist dann auch nach Berlin gezogen, wie hat sich das bei dir alles entwickelt? Erzähl einfach mal so ein bisschen, ich finde das ganz spannend. Ja, ich habe gar nicht eigentlich ein Buch gelesen am Anfang, also klar, die Bhagavad Gita, stimmt, die habe ich gelesen, genau. Dann habe ich so übers Internet halt die Kabbala studiert und da sagen die halt auch, ja, hey, wenn du wirklich schnell und effektiv voranschreiten willst, dann brauchst du halt eine spirituelle Gemeinschaft und du brauchst wirklich einen guten Content und ja, und so bin ich dann im Grunde auch nach Berlin gekommen, denn ich habe dann in Magdeburg einen Meditationskurs besucht. Ja. Da hat mich eine Freundin mitgenommen, die liebe Jessica. Und ja, ich war dann quasi dort bei dem Meditationskurs und die Leute waren alle total super nice und ich war inspiriert, wir waren inspiriert und ich hatte so das Feeling, hey, hier bin ich richtig. Das ist irgendwie was anderes, ne? Als diese ganze, ja, Partywelt und das normale Leben. Und ich habe mich da voll wohl gefühlt und habe dann sozusagen gesagt, okay, ich werde jetzt erstmal diesen Weg der Meditation gehen und da weitermachen. Und dadurch habe ich auch neue Leute kennengelernt. Einer von denen hat mich dann auch eingeladen nach Berlin und auch mir das Angebot gemacht, hier zu arbeiten. Das ist mein guter Freund Shamalia, heißt der. Schöner der Name hat, auch. Ja, der hat so eine Firma, die heißt Yogi Poster. Ja. Wir kleben halt quasi auf Plakate, normale Sachen. Mhm. Und er hat mir halt die Gelegenheit gegeben, bei ihm zu arbeiten und da bin ich super happy. Ja. Ja, und so bin ich dann nach Berlin gezogen. Ich habe erstmal nur so ab und zu 1-2 Wochen hier gearbeitet und dann bin ich wirklich hergezogen. Schön. Und seit wann bist du jetzt hier? Das weiß ich gar nicht genau. Ich bin so ein bisschen zeitlos. Ich merke mir diese Daten immer nicht wirklich. Okay. Ungefähr 2011, 12 so. Okay, also doch schon eine Weile dann. Ja. Ja. Cool, wirklich cool. Das heißt, als du dann in Magdeburg geklebt hast, das war noch vorher, oder? Das war schon noch ein bisschen vorher, genau. Wow, okay. Das heißt, es sind dann schon jetzt fast so... Also 2009 bin ich so quasi so, wenn man das so platt sagen will, aufgewacht irgendwie. Und da, fast 10 Jahre, wow, genau. Schön, ja. Und da fing das dann an. Cool, richtig cool. Und was machst du, wenn du keine Plakate klebst? Ich schreibe gerade an einem Buch, ja. Das ist auch schon fast fertig. Wow, okay. Also es muss noch Korrektur gelesen werden und gewisse Sachen müssen dann noch passieren, ne? Ja, das mache ich und das
ist auch gerade mega erfüllend für mich, dieses Buch zu schreiben, weil ich quasi alles, was ich gelernt habe und all diese süßen Worte und die ganzen Süßigkeiten quasi in dieses Buch packen kann, die ich so auch im Herzen trage irgendwie und die auch manchmal auch auf den Zitaten stehen. Ja, da bin ich gerade dabei, genau. Was mache ich sonst noch? Ich gehe regelmäßig zur Meditation. Ja, ich versuche mich recht roh vegan zu ernähren. Das ist so eine Sache, die ich noch mache. Und ja. Schön. Dein Buch. Ich möchte ein bisschen näher über dein Buch erfahren. Ich habe ja selbst ein Buch geschrieben vor 3 Jahren. Ja, 2,5 Jahren habe ich das veröffentlicht. Und da ging es um meine Geschichte und eben meine Erkenntnisse auch, die ich auf diesem Weg gesammelt habe. Und ich weiß, wie schön es ist, irgendwie ein Buch zu schreiben. Also das ist natürlich wahrscheinlich individuell nochmal unterschiedlich, aber ich kann das gerade fühlen, wenn du so sagst, so ja, das erfüllt dich gerade sehr. Besteht es eher aus Zitaten oder ist das eine Geschichte oder kannst du da schon ein paar Einblicke geben, jetzt den Hörerinnen und Hörern hier, vielleicht haben die ja auch Interesse und möchten das dann erwerben, wenn das fertig ist. Ja, also es wird ungefähr so zu vielleicht 60% oder 70% aus wirklich Aphorismen und Zitaten bestehen. Der Rest werden auch noch, ja, vielleicht so Weisheiten sein oder so ein paar kleinere Erklärungen quasi am Rande. Aber die Hauptessenz ist wirklich so, ja, ich habe all die Süßigkeiten, die ich quasi im Herzen trage, aufgeschrieben. Okay. So kann ich sagen. Das ist schön. Es sind teilweise, ja, sehr berührende Sachen und natürlich wie immer Dinge, die auch zum Nachdenken anregen. Und die so ein komplett neues Mindset eröffnen oder eine komplett neue Welt. Also ich denke, da kann man echt viel mitnehmen. Das ist so, ja, unglaublich tolle Sachen sind da drin. Schön. Das heißt, so eine Mischung aus deinen Gedanken und aus Dingen, die du gelesen oder gehört oder gelernt hast, die du dann einfach für dich so die Essenz deiner spirituellen Süßigkeiten, wie du das so schön sagst. So. Genau, ja. Schön, ja. Ich bin sehr gespannt. Wann meinst du, kommt es raus? Also ich denke, zwischen August und Dezember sollte es rauskommen. Hast du das vor, also als Print, als E-Book, über einen Verlag oder selbst? Hast du da schon einen Plan? Also der Plan sieht so aus, ich werde es erstmal selbst verlegen quasi und auch physisch. Ja. Das ist so der erste Step. Mhm. Dann wird es das sicherlich auch als E-Book geben. Hörbuch ist auch geplant. Ja. Weil, schön. Ja, eine Freundin von mir, die kann so wunderschön vorlesen. Mhm. Und ich möchte einfach, dass sie das als Hörbuch sozusagen vorliest. Schön, ja. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Da weiß sie noch nichts von. Und, ja, genau. Und einen Verlag werde ich dann später suchen. Okay. Ich stresse mich jetzt nicht damit, einen Verlag zu finden. Ich mache das erstmal selber. Ja, vielleicht liest es ja auch jemand und kommt auf dich zu. Das wäre ja auch schön. Genau. Und werde dann später schauen, wie das so weitergeht. Richtig toll. Und wenn du jetzt rausgehst und diese Plakate klebst, das interessiert mich jetzt mal insgesamt, ist das legal oder ist das illegal oder wie läuft das? Ich hatte dich das schon mal so halb gefragt, aber ich denke mal, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das auch interessiert. Wie ist das eigentlich? Ja, also hier in Berlin, die Berlin nicht kennen, hier klebt quasi jede Ampel und jede Laterne voller Poster und voller Zettel und voller Zeug im Grunde. Jeder Stromkasten und hier ist irgendwie alles vollgeklebt von diversen Plakatierfirmen und Plakatierern. Und ja, das habe ich quasi, das nutze ich quasi. Und natürlich, es ist eine rechtliche Grauzone. Mhm. Ja. Also ich habe auch schon ab und zu vom Ordnungsamt einen Brief bekommen und
Das ist quasi... Woher wussten die, dass du das bist? Na, die müssen dich schon wirklich direkt erwischen. Nee, okay, oder ja. deine Nummer oder irgendwas steht da drauf, weiß ich nicht. Ja. Wobei, ich kann ja auch eigentlich jetzt ein Poster ausdrucken mit deinem Namen und deiner Nummer. Ja. Und das irgendwo auf ein Polizeiauto kleben. Da kannst du ja auch nichts für. Ja. Also, okay, also eigentlich müssen ist eine rechtliche Grauzone. Es ist eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Also man kriegt jetzt keine Anzeige. Mhm. Aber man kann sein, dass man eine Geldstrafe zahlen muss vielleicht. Okay. Musstest du schon mal was bezahlen? Interessant war, ich klebe ja auch andere Poster, ne? Also beruflich. Ja. Und ich hatte halt auch diese Zitate dabei. Und dann kam tatsächlich die Polizei und hat alles konfisziert. Wirklich, alle Poster, auch die Zitate. Und anscheinend haben die Zitate gelesen und dann kam nichts. Es kam keine Anzeige, wow. Es kam kein Brief, ja. Es kam gar nichts. Und eines der Zitate, die da auch mit drin war, das weiß ich noch, war von Sri Ramakrishna. Ja. Und der hat gesagt, es gibt keine bösen Menschen, es gibt nur unwissende Menschen. Vielleicht hat sie das irgendwie zum Nachdenken angeregt oder hat weiß sich ich gedacht, nicht. Okay, er war unwissend, deswegen lassen wir das genau. Jetzt. Genau. Wie schön. Also ich finde das irgendwie so, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil ich denke, vielleicht haben die das da, als ich alle zusammen durchgelesen und sich gedacht, so wow, der Mann, der macht eigentlich was Schönes. Und ja, ich finde es auch immer so, natürlich, wenn man jetzt von irgendwem Eigentum beschädigt oder so, sowas machst du ja nicht. Du heißt, du nimmst Bauzäune oder sonst irgendwas und wenn es die Menschen erfreut und wenn keiner darunter leidet, dann ist das einfach was sehr, sehr Schönes, finde ich. Genau, so sehe ich das auch, ja. Cool, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Jetzt zum Abschluss, hast du noch eine Sache, die du gerne teilen würdest mit den Zuhörern? Noch einen Gedanken, den du vielleicht mitgeben möchtest? Ja, ja? Also meine Message quasi, ich gebe ja auch Meditationskurse. Cool, ja. Und meine Message ist, das, was du suchst, wonach du dich sehnst, ist in dir. Alles, was du suchst, ist in dir. Liebe ist in dir, Frieden ist in dir, Schönheit ist in dir, das Göttliche ist in dir, nichts fehlt. Nichts hat je gefehlt und nichts wird je fehlen. Alles, was du suchst, ist in dir. Wunderschön. Ja, das ist, würde ich mal sagen, der Satz, wo man gar nicht mehr viel zu sagen kann. Ganz kurz, wo machst du Meditationskurse, falls da noch mal jemand hinkommen möchte? Ja, hier in Berlin hauptsächlich, auch manchmal in Magdeburg. Ja. Es läuft über das Sri Chinmoy Meditationscenter quasi. Okay. Und wir haben den Lotussaal, da machen wir das meistens. Jetzt im Mai haben wir die Berlin Meditation Week. Ja, wow. Genau. Davon weiß ich noch gar nichts. Genau, und das ist eine Woche lang, jeden Abend ab 19 Uhr werden da sozusagen Kurse und Meditationen stattfinden. Mhm. For free. Wow, ja. Und da kommt jemand aus Australien, der macht das, der ist super gut drauf, der super Speaker und die Folgekurse werde ich dann machen, unter super. Anderem. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ich werde das auf jeden Fall alles hier in die Shownotes packen. Auch deinen Blog, du hast einen sehr, sehr schönen Blog, den habe ich mir angeschaut. Ja, dein Instagram, deine, ja, die Meditationswoche würde ich auch sehr, sehr gerne da reinpacken. Und ja, alles, was ihr wissen müsst oder wissen könnt von Fabian, werde ich auf jeden Fall alles in die Notes packen. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für diese wunderschönen Worte, für deine Zeit, die du investiert hast, um diese Plakate aufzukleben, für das Geld, was du investiert hast, um die zu drucken. Wirklich aus tiefster Dankbarkeit sage ich das jetzt gerade, weil ich das so schön finde und weil mich das wirklich bewegt hat, ganz, ganz viele Male. Und ich denke auch noch ganz, ganz viele andere Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen in Berlin, weil ja jeden Tag so viele Menschen an diesen Plakaten vorbeilaufen. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns getroffen haben. Vielen Dank. Danke auch, es war mir ein Vergnügen. Ja, und jetzt fängt es auch noch gerade in dem Moment an zu regnen. Das heißt, wir haben die Zeit genau perfekt abgepasst. Perfektes Timing. Also vielen Dank und ja, wie gesagt, ich packe alles hier rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lebe deine Liebe, deine Tanita.